Das Buch ist ja seit Freitag fertig. Wir haben lange drauf gewartet. Eigentlich habe ich 4, 5, 6 Jahre fast dran gearbeitet, wobei die letzten 2 Jahre die stressigsten waren. Das heißt Kochen Unplugged, 13 Musiker sind drin. Und ich glaube, das Gefühl ist so ähnlich wie wenn ein Musiker seine Schallplatte fertig hat oder sein Album. So, wir haben ja genauso dran gearbeitet, wir haben es ja auch genauso aufgemacht, quasi wie eine Schallplatte, wie eine CD. Wenn man die Außenhülle abmacht, wenn ich das gerade zeigen darf, sieht man ja auch, dass ein Plattenteller quasi drin ist. Macht auf das Loch in der Mitte. Das Besondere ist, dass wir mit 13 Künstlern 13 Mal denen ihre Lieblingsgerichte in meiner Version gekocht haben. Sprich, wir haben immer Verbindungen gesucht zu Liedern, zu Titeln, zu der Person selber. Ich würde sagen, es ist zu 50% ein Kochbuch, weil extrem viele Rezepte drin sind. Aber wir haben natürlich auch viel Wert auf Grafik gelegt und haben extrem viele Fotos reingepackt, sodass es auch so 50% vielleicht Fanbuch ist. Also wir haben eine Berliner Bulette mit Senfpilzen und Kartoffeln und das Ganze aus der Dose. Auf die Idee, so eine Rische zu kreieren, kommt man einfach mit einer Menge Bier und ein bisschen Fantasie. Also wir machen ein brasilianisches Rodizio mit Chorizo-Wurst und mit Hühnchen in Bier eingelegt, typisch brasilianisch. Wir machen hier heute eine nordhessische Spezialität, das ist Weggewerk. Gibt es eigentlich hier nur in Kassel und in der Umgebung. Das ist aus Schweineschwarte, Schweinebäckchen, Speck, Zwiebeln. Das wird alles durch den Wolf gedreht und gekocht. Dazu gibt es Pellkartoffeln und Gürkchen. Wir machen heute Abend ein Lachsfilet mit Grünkohl. Den Grünkohl machen wir eigentlich genauso, wie man normalerweise Grünkohl ansetzt, mit Gänsefett, bisschen Speckschwarte, man lässt es lange köcheln, wir quetschen ein bisschen Kartoffeln rein, schmecken das Ganze dann aber mit Zitronenzeste und schmand ab. Und der Lachs ist ein bisschen winterlich gewürzt, passend zum Nikolaus. Ja. Wir machen hier Spanferkel aus der La Calle Aquina. Kommt aus Amerika. Dazu machen wir ein bisschen Knoblauchbrot und eigens produzierte Barbecue-Soße. Aber das sieht wirklich gut aus. Das sieht sehr lecker aus. Ja, egal. Wir haben hier wunderbares Rindfleisch-Flanksteak mit einem schönen amerikanischen Krautsalat und Bone-Sucking-Soße. Ja, amerikanisch läuft immer. Das ist der getrüffelte Würsing. Die Wurst, die kommt aus Hombeckshausen, das sind die 2 Schweine von Christoph gewesen. Die haben da ein Jahr lang auf dem Bauernhof gelebt. Die hat da letzte Woche geschlachtet für uns und hat daraus die Bratwurst gemacht. Und so gibt es einen scharfen Senf, ein bisschen süß und das ist so ein Koriander-Krustenbrot. Also der Grund für das Konzert ist natürlich das Buch. Und ich habe eigentlich angefangen, alle Künstler mal anzufragen, ohne zu wissen, ob die alle Bock haben, alle können und ob wir das überhaupt finanziert kriegen. Zum guten Schluss haben dann von den 13 Künstlern 9 sofort zugesagt. Sprich, wir haben das Konzert geplant, gebaut, geschraubt. Es findet in der Dokumentahalle statt, in Kassel. In Kassel ist die Dokumentahalle. Das sind wir schon öfter gefragt worden, wo ist denn die Dokumentahalle? In Kassel. Vielleicht kommen auch ein paar Überraschungsgäste. 14. Dezember, 18 Uhr Einlass, 19 Uhr Beginn. Ich glaube, es wird gut. Und gegenüber aller Vermutung, wir werden nicht kochen. Es ist nur das Konzert zum Buch. Das Konzert heißt Unplugged, weil 50% der Bands immer mit kleiner Band, kleinem Line-Up kommen und Unplugged tatsächlich spielen. Also Moses wird Unplugged spielen, Klaas Perlen spielt Unplugged. Henning Wieland hat seine Gitarre eingepackt, Flo Mega, die haben extra noch was einstudiert, um es zu machen. Die tiefer im Hip-Hop sind, bringen ihren DJ mit, aber das tut ja der ganzen Sache nichts ab. Und wir haben es Unplugged genannt, einmal, weil das so eine klassische Verbindung zu Musik ist und weil wir auf Zusatzstoffe verzichtet haben. Und weil wir es einfach gehalten haben. Also es ist jedes Rezept nachkochbar, ohne viel Schnickschnack, ohne Tüte, ohne Hilfsmittel. So, Unplugged. Kochen Unplugged.